Welches Auto springt weiter auf der GTA 5 Mega-Rampe? Paulberger Limo oder Takis Autos? Let's go! Bro, 1400! Bro! Ja. Alter, ich flieg auf Mount Chiliad! Hey, Leute, Crybex hier. Was geht ab, Paulberger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Und heute, meine Freunde, sind wir heute mal wieder auf der Stadtsprung-Map. Und mein Gegner ist Russing! Was geht ab, Bro? Ich bin bereit! Alter, Oha, du hast ja hier schon die ganz wilden Dance-Moves. Ich bin bereit, Bro. Leute, heute wird es so krank werden, denn wir werden heute mit Takis Autos, mit Paulberger Limo Autos und mit vielen weiteren kranken Autos über die gesamte GTA-Karte fliegen. Und natürlich, wer das Ding hier gewinnt, bekommt natürlich auch wie immer einen fetten Preis. Und zwar, Russik, wenn du heute gegen mich gewinnst, kannst du einen Jahresvorrat an Paulberger Limo gewinnen. Was? Ja, okay, ja. Bro. So, aber du kannst auf jeden Fall nicht gewinnen, denn ich habe auf jeden Fall... Oh, hier direkt schon meine Paulberger Limo ready. Und ich habe nämlich die Paulberger Limo Power heute. Bro, warte. Ah. Ich habe auch die Paulberger Limo ready, Bro. Hä? Wie, warte, du hast ja auch ready. Ich hab ein bisschen, Bro, ich habe aber die Piercing-Edition, Bro. Okay, und ich habe die Bubblegum-Edition. Na gut, dann schauen wir mal, welche mehr Power hat. Aber ich würde sagen, Russik, du weißt, wie das Ganze hier läuft. Wir starten erstmal mit einem random Vehicle-Battle. Und zwar jeder wird ein Fahrzeug spawnen und wird dieses benutzen. 3, 2, 1, let's go. Okay. Bro, kein Problem, guck okay. Auf mich. Bam, hier, fertig. Alter, was? Okay, er hat direkt einen Sportwagen. Na gut, schauen wir mal. Natürlich sind unsere Autos, oh Gott, auch heute wieder super schnell. Dann würde ich einfach mal sagen, Russik, weißt du was? Du bist der Gast, fang an. Starte mal. Okay. Fetz mal los jetzt hier. Ich mache direkt einen Rekord, Bro. Kein Problem. Oh mein 700, Gott. 900, 900. Oh mein Gott, 1300. Was? Nein. Bro, erstes Auto, erster Stadtsprung komplett. Oh mein Gott. Okay, weißt du was? Bro. Ich fetz jetzt hinterher, weil ich habe eine Mercedes-Benz Polizei Maybach Limousine 1000. Ich bin nur bei 1050 km/h. Bro, also ich will ja nicht sagen. Ich glaube, du hast gar keine Chance. Nein. Bro, wo bist du gelandet? Wo bist du gelandet? Also, du könntest Escape drücken und die Karte sehen, Bro. Oh. Ach, guck mal, wie du da fliegst, du. Und bam. Also, hey, ich sehe dich ja gar nicht. Wo bist du denn gelandet? Scroll mal weiter hoch auf der Map zum Weinwurzschild bitte hier oben. Was, Leute? Guck mal, hier dieses Symbol ist russig. Der ist ja komplett... Ey, du bist ja durch die ganze Stadt geflogen. Bro, erstes Auto, erster Stadtsprung. Okay, Leute, erster Punkt geht an Russik. Weiter geht's. Freunde, jetzt gut aufgepasst. Der limitierte Burger, Pommes und Paulberger Merch erscheint diesen Samstag um 10 Uhr. Zu jeder Bestellung gibt es eine Autogrammkarte, die Single und eine Paulberger Limo. Und es gibt sogar ein goldenes Ticket, bei dem ihr euch mit uns treffen könnt und ein Video mit uns machen könnt. Also Leute, Samstag 10 Uhr, lukasbs.de. Let's go. Oh, Russik, okay, du darfst dich entscheiden. Wir haben ja einmal die Anime-Autos, und zwar einen krassen Lamborghini Urus oder einen Mercedes-Benz. Okay, und er nimmt den Lamborghini Urus. Also, Bro, ich will ja nicht viel sagen, aber ein Urus. Okay. Oh, hörst du den Sound? Warte. Alter, der hört sich ja richtig krank an. Ich hoffe irgendwie, dass mein dieser krass getunte Mercedes irgendwas kann, Leute. Sieht irgendwie, ich weiß noch nicht, was da. Ah, ich fall runter. Bro, weißt du, wieso ich so gute Autos habe? Weil ich die 40 Power habe. Ja, einfach. Okay, wir werden sehen. Limo. Komm, dann start mal wieder. Fetz mal los. Ich trinke jetzt einen Schluck, damit ich mehr Energie habe. Oha, okay. Oh. Und jetzt, Bro, jetzt wird Rekord gebrochen. Nein, Bro, Rekord. Ich glaube, ich habe auch so ein Drift-Auto. Ich glaube, ich habe so ein Drift-Auto, Bro. Oh, Mann. Bro, meine hat eine 1000 geschafft. Okay, ich fetz jetzt hinterher. Ich fetz jetzt hinterher. Wow. Oh mein Gott, oh mein Gott. Warte mal, ich bin bei 1050. Ich war 1050. Hat Russik sich falsch entschieden. Oh, ich sehe ihn da. Ich sehe ihn schon auf der Minimap. Ich sehe ihn schon auf der Minimap. Nein, Leute. Nein, du kommst näher. Ja. Spring über drüber. Da unten ist er, Leute. Let's go. Oh mein Gott, das war voll knapp sogar. Okay, das war echt ein knappes Ding, aber 1 zu 1, Leute. Du hattest Glück, dass ich da hängen geblieben bin im Haus. Let's go, wir gehen zurück. Okay, Russik, als nächstes wieder ein Random Vehicle Battle. Und zwar wird jetzt jeder ein Fahrzeug für den Gegner spawnen. 3, 2, 1 und... Ja, okay, das geht... Oh, danke, Russik. Ein Königseck. Alter, Bro, das wäre doch nicht nötig gewesen. Danke. Ey, Leute, ja, Königseck einfach so mit das krasseste Auto überhaupt. Und ich habe Russik nur so einen Bummi Lowrider gegeben. Komm dann, du darfst mal starten wieder. Fahr mal los, Russik. Bro, ey, vielleicht sind meine Reifen irgendwie OP oder... Ey, Bro, der ist schnell. Hä, echt? Bro, 1400! Bro!
Was? Na, nein, ey, du quatschst. Du bist ein Quatscher. Bro. Du bist ein Quatscher. Ich glaub dir das nicht. Rekord, er fliegt immer noch. Nein, Leute. Er fliegt immer noch. Nein, oh mein Gott. Er ist wirklich bis Winewood da hinten geflogen. Okay, Leute, wir beten besser, dass der Königsegg auch irgendwie was kann. Ja, Bro, das wird nichts. Bro, also er war nicht schlecht, 1100, aber... Bro, ich seh dich da fliegen, aber... Nein. Warum hat er denn so ein OP-Auto auf einmal bekommen? Bro, geisteskrank. Was war das denn jetzt gerade? Also manchmal... Mann, ey. Aber das Ding ist, manchmal darfst du die Autos halt nicht davor entscheiden. So. Leute, man darf nie nach dem Äußeren beurteilen. Na gut, okay, die Runde geht auch an Russik. 2-1 und er darf sich entscheiden. Okay, Russik, du hast das Glück, du darfst dich wieder entscheiden. Was nimmst du? Wir haben hier als nächstes das Oldtimer-Level. Alter, also, BMW gegen alter Mercedes. Ich sag dir so, ich bin Team Pfirsich heute. Also bleib ich orange. Okay, dann bin ich Team, was ist das, Schlumpfeis oder so? Dann nehme ich hier diesen Mercedes. SL 500. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte sowieso den SL genommen. So, komm, dann flitz mal los. Du darfst anfangen. Oh, okay, dann flitz ich diesmal zuerst los. Und Kickdown. Woo! Ich komme dir direkt hinterher. Alter, wow. Ey, aber 1100. Bro, also ich habe heute echt viel... Bro, wo fliegst du hin? Ich weiß nicht, was ich für... Bro, das gibt's nicht! Wo fliegst du hin, Bro? Bro, das gibt's komplett nicht. Guck schnell! Ja, Bro, Alter! Alter! Bro, also das gab's noch nie. Leute, ihr seht ja Russiks... Bro. Alter, was? Bro, ich lande im Fluss! Nein. Hä? Du fliegst fast bis zu Mount Chiliad hinten. Ey, Leute, das gab's Real Talk noch nie. Ich glaube, das Krasseste war immer so bis zum Weinwurzschild. Bro, du bist bis ins Sandy Shores Gebiet geflogen. Bro, Paulberger-Pfirsich-Power. Das ist wirklich, Leute, ich glaube, du musst mir eine Paulberger-Pfirsich mir mal holen. Nee, es steht 3-1 für dich. Komm wieder hoch jetzt. Ah, 3-1 für mich, stimmt. Ich habe das ganz vergessen mit den Riesenreifen. Ich habe es als Niederlage schon mal im Kopf eingespeichert. Okay, Russik, jetzt wird jeder zwei Fahrzeuge für sich spawnen und man darf sich eins aussuchen. Eins. Okay. Okay, ich glaube, da geht noch was Besseres, Leute. Und hier ist mein... Ey, du sabotierst mein Auto, Junge. Bro, ich glaube, mein erstes Auto ist nicht mehr fahrtauglich. Oh, ich glaube hier nicht, dass hier gleich alles abfackelt, Bro. Ich lösche den Roboter, aber... Bedeutet das, dass mein erstes Auto weg ist? Komm, du darfst nochmal. Ich mach ja fair. Also, wie sieht's ja jetzt aus, Russik? Hast du jetzt deine Fahrzeuge gespawnt oder nicht? Bro, wir haben Schwierigkeiten, weil hier ist mein erstes Nein. und hier ist mein zweites. Nein, Bro. Er kriegt einfach so ein krasses OP-Auto. Ich sehe doch schon. RGB. Ich sehe doch schon RGB, OP, alles. Ey, oh mein Gott, nein. Okay, ich hoffe, mein BMW kann was. Ich starte jetzt los. 3, 2, 1 und Abfahrt. Okay. Oh, schnell. Oh mein Gott, 1300. Okay. Ich hab 1000 geschafft. Ja, okay, oh mein Gott, let's go. Wichtig. Richtig und wichtig. Punkt jetzt hier gleich für Papa Crimex. Okay, wir fliegen natürlich bei weitem nicht so weit wie Russik gerade, aber bis zur Bank. Ich kann dir ein bisschen Geld abheben, Russik, wenn du was brauchst. Ist okay. Ich führe noch 3-2, Bro, also im Endeffekt. So, noch führst du, aber wir dürfen uns natürlich jetzt auch entscheiden für das nächste Fahrzeug. Ach, was haben wir denn hier Schönes? Einen krassen Bentley Continental Breitbau oder einen Mustang? Boah, die sehen halt beide echt heftig aus. Der Mustang sieht so ein bisschen RGB-Tuning-mäßig aus. Aber wisst ihr was? Ich bin Bentley-Fan, Leute. Ihr kennt mich doch. Ich setze hier auf den Bentley, Junge. Bro, falsch entschieden. Nein, sag mir nicht, ich habe mich falsch entschieden. Ja, wie krass sieht aber dieser Bentley Breitbau hier aus? Okay. Bro, ich habe einfach ein RGB-Auto, das war's. Okay, komm, du startest. Starte, Russik. Ich hoffe, du hast Geld abgehoben für meinen Jahresvorrat, der Paulberger Limo. Wie schnell? Sag mir, wie schnell du bist. Ja, ganz knapp 1000. Alter, das ist gar nicht so gut. Ganz knapp nur. So, ich fliege jetzt mit dem Bentley direkt hinterher. Und? Ich bin auch nur knapp über 1000, so 1020, weil ich weiß auch nicht so krass. Vielleicht habe ich eine gute Landung. Oh, ich kann noch ein bisschen rollen. Ja, ich sehe da vorne Russik. Ich sehe ihn schon auf der Minimap da unten, Leute. Ich roll noch ein bisschen. Nein. Warum? Mein Bentley ist voll schwer. Der fliegt runter wie ein nasser Sack hier. Oh mein Gott. Mann. Bro, du wirst eigentlich weiter. Ich habe mich ein bisschen ausrollen lassen hier. Nein. Oh mein Gott, schade. Okay, das heißt 4-2 für Russik. Wir gehen wieder hoch. Okay, Russik, als nächstes zwei Fahrzeuge spawnen und eins dem Gegner geben. Eins. Okay. Damit sehe ich doch dich hier mit so einem
Ja, gut. Bro, ich sag dir ehrlich, der Benz ist OP. Der Benz ist OP? Ich glaub's irgendwie nicht. Also, der ist bestimmt, fliegt gut, aber ich glaube, der sinkt auch sehr schnell ab. Ich werde dir den Unimog geben, Bro. Bro, du kannst hier erstmal schön Leopard sein, ich weiß okay, nicht. Aber... Rolls-Royce Fake GTA Rolls-Royce Rave ist das. Okay. Bro, du hast keine Chance. Ich bin gespannt, der Unimog. Ich glaube, ich hoffe, dass der so schwer ist, wie er aussieht und schnell runterfliegt. Komm, dann flitz mal los, Russik. Bro, ich glaube, der ist OP. Nein. Oh mein Gott, der flitzt wirklich schnell los. 900, 1000, ja, 1000 hat er geschafft. Ja, ich bin schneller, ich bin 1100. Oh, da kommst du. Zack, zack, da fliege ich doch an dir vorbei. Ja, meine Taktik geht auf, Leute. Der fliegt da runter wie so ein nasser Sack, Leute. Und wir fliegen weiter mit unserem Rolls-Royce. Wir machen noch einen kleinen Frontflip und schön auf den Highway hier drauf. Bam! Und noch ein kleiner, schöner Bouncer bis zum Polizeirevier. Easy, Freunde. Es steht immer noch 4:3 für Russik, aber wir werden aufholen, denn wir dürfen uns jetzt wieder entscheiden. So, was haben wir denn hier für ein schönes Level? Das Polizeilevel. Und zwar einmal einen Police Porsche oder einen Police Audi. Was lass mich das mal analysieren hier. Boah, ich weiß es nicht. Das ist halt ein alter Porsche. Ist auch ein Targa 4S nur. Und der Audi ist neuer und ist ein TTRS. Weißt du was? Wow. Ich setze auf den Porsche. Ich setze auf den Porsche? Audi. Ich setze auf den Audi, meine ich. Ach so, okay. Ich glaube, der ist vielleicht ein bisschen, na, weil ihr wisst ja, alte Autos hatten noch nicht so PS damals und so gehabt, ne? So, ey, Bro, meine Sirene ist kaputt. Ja, meine funktioniert auch nicht, meine Sirene. Ey, aber komm, weißt du was, Russik, du fährst jetzt mal zuerst los. Flitz mal los wieder. Oha. Alter, was? 800.000, 1.300. Russik sieht richtig schnell aus, Leute. 1.300, nein. Nein, Leute, ich hätte den Porsche nehmen sollen. Ey, ist OP. Nein. 1.300, ich flitze jetzt hinterher. Ja, ich bin Vinewood gelandet. Ich bin aber 1400! Was? Oh mein Gott. Ich flieg Richtung Fluss wieder. Alter, ey, Bro, meiner hört auch gar nicht auf. Der ist wie ein Pfeil in der Luft. Warte, wo bist du? Über Vinewood Schild. Oh nein, jetzt aber hier auf dem Berg gelandet. Lucky Bouncer, aber ich flieg ein bisschen zur Seite weg. Nein, Leute, ich komm nicht an Russik ran. Wow, wie knapp. Oh mein Gott, warte, aber guter Bouncer. Oh mein Gott, aber beide so ultra weit geflogen. Wo bist du, Russik? Warte, du bist weiter als ich. Guck mal, Minimap. Oder wir sind auf einer Luftlinie. Was? Hä? Leute, guckt euch das mal an. Wir sind wirklich genau auf einer Ebene. Wenn du mit Fadenkreuz so rechts, links gehst, sind wir auf einer Ebene. Oh mein Gott. Okay, das ist wirklich krass, Freunde. Unentschieden? Dann, okay, wisst ihr was? Wir sagen, unentschieden ist hier immer noch 4:3. So, Russik, jetzt als nächstes darf jeder drei Fahrzeuge spawnen und man darf sich davon selbst eins aussuchen. Also aber wie viel steht's nochmal, Bro? Ja, 4:3 für dich. Nein, Leute, nur Müllautos. Jetzt muss was Gutes kommen. Oh, Audi! Okay. Ja, gut, ist jetzt auch nicht super, aber ist zumindest mal ein getunter, ist ein Kayvani. Kayvani Rolls-Royce Cullinan. Okay. Bro, ich will ja nichts sagen, aber der Audi gerade hat schon performt, ne? Ja, der Audi war nicht schlecht. Setzt du auch wieder auf die Audi-Power, oder was? Ich gehe auf die Audi-Power, weißt du was? Bro, ich flitz jetzt hier direkt mal los. Boah, der ist hinterher. Gut. Oh mein Gott, 1.100. 970. Uff, Leute. Der Rolls-Royce. Ich sag doch Comeback jetzt hier. Nein, ich bin so schlecht. Let's go. Über Polizeirevier sind wir schon. Sehr, sehr gut. Zweite Brücke. Und hier werden wir landen. Bam. Wie sieht's bei dir aus? Wo bist du gelandet? Schlecht, Bro. Im Ganggebiet hier. Oh. Komplett bei diesen ganzen Häusern. Okay, Leute, ihr seht, wo Russik ist. Das heißt, der Punkt geht an mich und wir dürfen uns entscheiden. Ach, Russik, was nehmen wir denn jetzt hier Schönes? Wir haben einmal einen Rolls-Royce 6x6, Leute. Oder einen BMW X5. Ich sag ehrlich, ich werde auf den BMW setzen. Weil der Rolls-Royce steht jetzt 4:4. Ja. Ich trinke einen Schluck Paulberger. Oh, ich muss auch einen Schluck Paulberger. Weil jetzt habe ich hier den Punkt. Ah, jetzt werde ich hier die 10.000 PS Power aktivieren. Nein, Bro. Ich habe gerade komplett deftigen Schluck genommen. Gott. Glaub mir. Oh mein Gott. Übrigens, Leute, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Und zwar habe ich euch ja auch auf Instagram versprochen, dass ich drei zufällige Leute grüßen werde in meinem Video, wenn ihr eine Story mit einer Paulberger Limo postet. Und das werde ich jetzt machen. Und zwar einmal Gruß geht raus an _x.ze_. Cooles Bild, danke. Ihr seht es hier eingeblendet. Dann geht hier noch ein Gruß raus an ichb11. Hier auch sehr cool. Schaut mein Video mit einer Paulberger Limo 40. Und dann hier noch einen lieben Gruß an tl_mark. Auch hier sehr cooles Bild. Freut mich, dass dir schmeckt. Leute, wenn ihr gegrüßt werden wollt in einem der nächsten Videos, dann postet jetzt einfach in die Story ein Bild mit der Paulberger Limo. Ihr wisst Bescheid. Okay, dann würde ich sagen, Russik, du darfst wieder starten. Hier, fang mal an. Fang mal an mit deinem Rentner Rolls-Royce. Oh,
mein! Nein, nein, sag mir nicht, wie schnell du bist. Wie schnell warst du? Ja, 1300. Oh mein Gott, Leute, das ist schnell. Das ist richtig schnell. Aber der ist schwer. Du fliegst doch safe schwer bis Vinewood, oder nicht? Nein, leider nicht. Der ist zu schwer, Bro. Oh, aber ich geb Geld abgeben. Ich glaube, ich habe mich richtig entschieden. Oh nein. Mein Gott! No way. Oh mein Gott, Bro. No way. Wir sehen unten, Russik ist noch weiter vor uns auf der Minimap. Nein, 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 nein. Er ist immer noch weiter vor uns. Wir sind schon im Landeanflug. Ich war doch auch bei 1300. Ja. Ja, aber warte mal, vielleicht kann ich jetzt einen Lucky Bouncer machen. Jawohl. Nein, 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 Bro. Ich sehe dich da unten auf der Minimap. Du bist nicht weit von mir entfernt. Aber Russik war weiter. Ich habe mich leider falsch entschieden. 5:4 für Russik. So, Russik, du weißt, was jetzt kommt. Und zwar 3 Fahrzeuge spawnen und 1 dem Gegner geben. Also 1, okay. 2. Oh, was ist das? Das ist kein Fahrzeug. Das ist ein Anhänger. Das ist ein halbes Auto. Das. Nein, keine Sorge. Keine Sorge, so Nummer 2 und Nummer 3. Ah, ich glaube, die Nummer 1 wird's für dich. So ein kleiner Fake BMW X5 oder Bro, was das sein soll. Ich zeige dir jetzt dein Auto. 1, 2. Oh mein Gott. Oh okay, ja, der große LKW. Ja, ich merke doch schon, ich werde hier Lastkraftwagenfahrer Crimex. Ist wieder im Einsatz. Kannst deine Paulberger Limo da ausliefern. Na gut, okay. Aber weißt du was, diesmal, ich werde starten. Das Ding ist ja immer bei diesen LKWs, die werden voll schnell, weil die so schwer sind, aber fliegen halt auch genauso schnell wieder runter, weil die so schwer sind. Oh nein, Bro, du hast mir ein Müllauto gegeben. Ja, echt? Das macht Wheelie. Hä, das ist doch ein originales GTA-Auto. Bro, das macht einfach so halb Wheelie. Das ist sehr gut, Russik, hier ein paar Startprobleme. Nein. Und ich fliege bis zu... Bis hinter LSPD. Nein. Das ist gar nicht mal so schlecht für den LKW. Bro, meiner ist Müll gewesen. Wo bist du? Bro, ich lande im Ganggebiet. Hä? Am Anfang. Bro, meiner konnte nicht mal abbiegen. Lol, Leute. Oh mein Gott, wo er gelandet ist. Okay, okay. Ja. Sehr gut. Das heißt, wir haben wieder aufgeholt. 5:5. Aber das ist hier wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Okay, Leute. Jetzt hier krasses Level. Ein Ford GT oder ein Ferrari. Ich werde den Ford GT nehmen. Leute, der ist falsch sehr, entschieden. Ja, glaube ich nicht. Der ist von Prior sogar noch getuned. Also der ist nicht ein normaler Ford GT, sondern ein Prior getunter Ford GT. Es und, gibt eine was Regel, hast du Bro. Da an Roma? Ferrari Roma oder wie das Ding heißt? Keine es Ahnung. Gibt eine Regel. Was? Wenn du die Möglichkeit hast, einen Ferrari zu nehmen, dann nimm den Ferrari. Oh, oh, oh. Okay, Russik, flitz hier los. Wie schnell warst du? 1200. Okay, das können wir toppen, Leute. Ja, ist das nicht können schlecht, wir ist nicht toppen. Schlecht. Ja, gut, gut, gut. Dann würde ich sagen, wir flitzen jetzt mal hinterher. Oh mein Gott, der Sound von dem Wagen. Ja, nein, wir sind aber nicht 1300. Ich glaube, ich habe mich echt falsch entschieden. Ich habe mich echt falsch entschieden, Leute. Oh, nein, nein. Bist du schon nein. im Landeanflug? Ja, Bro, bei mir, ich bin schon im Landeanflug. Ja, oh, der war leider echt schlecht. Bisschen Was? Weiter ist die zweite Autobahnbrücke gekommen. Nein, wir sind nicht mal bis zum PD gekommen. Ey, das war richtig schlecht, Leute. Hab mich hier wieder falsch entschieden. Was denn los hier? 6:5 für Russik. So, Russik, Pupsik. Jetzt wird's hier richtig spannend. Und zwar 4 Fahrzeuge darfst du spawnen und darfst dir eins aussuchen davon. Boah. Eins. Boah. Okay, Takis Truck, der zählt, glaube ich, nicht. Takis, gratis Takis für alle. Was ein Zufall, hä? Ein krasser BMW, Leute. Auch nicht so gut. Komm, jetzt gönnen wir noch was Gutes. Ach. War schwierig. Ich glaube, das ist aber so ein Fake-China-Königseck. Ich glaube, ich werde den BMW nehmen. Ich setze auf die BMW-Power. So, wie sieht's bei dir? Wie sieht deine Ausbeute aus? Hast du schon deine 4 gespawnt? So, Russik, dann spawn jetzt mal deine 4 Fahrzeuge. Ich habe schon gespawnt. Ich habe ausgewählt. Ach so, hast schon ausgewählt. Ein siehst du nicht? Ah, nein. Er hat ein Motorrad. Er kann Flyglitch machen. Bro, aber unsichtbares BMW-Motorrad. Ich hoffe, dass es mit dem Motorrad nicht geht. Aber dann flitz mal los, Russik. Guck mal, warte. Ja? Soll ich dir zeigen, wie es wirklich aussieht, das Motorrad? Ja. Bam, BMW-Power. Bro, ich sehe das. Ah, doch, jetzt. Okay, dann flitz mal los. Komm, zeig mal. Okay. Ey, Leute, ich hoffe, er kann keinen Flyglitch machen. Oh mein Gott, Bro, ich brauche keinen Flyglitch. Der hat 1300 gepasst. Was? Oh mein Gott, okay, das ist krass. Ich mach mal keinen Flyglitch. Das ist krass. Okay, komm, BMW M5. Mit dem kann man gar nicht Flyglitch machen. Das ist aber ein BMW M5 CS, Leute. Oh Gott. Und ich flitz jetzt hinterher. Ich flitz jetzt hinterher und... Oh, der ist aber auch gut. 1300. Oh, oh. Der ist sehr, sehr gut, Leute. Aber... Ich bin jetzt schon, ich werde schon langsamer, ich werde schon langsamer. Oh, kommen wir Russik näher. Er ist noch gut vor uns, glaube ich. Nein, 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 ich glaube, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen, Leute. Das wird nicht reichen. Nein, Mann. Oh mein Gott, wie knapp. Wo bist du denn? Bro, neben dir, guck mal. Was? Ja. Ey, wie knapp, Leute. Guck mal, er ist nun, aber er ist halt weiter von der Rampe entfernt. Oh mein Gott. Alter, paar Meter weiter, Bro. Nein, Leute, 7:5 für Russik. Das darf doch nicht wahr sein. Und er darf sich jetzt entscheiden.
So, Russik, wie wirst du dich entscheiden? Ich nehme Ferrari, Bro. Ja, ist ja logisch, er setzt wieder auf den Ferrari. Ja, aber oh. Bro, ich sag dir, dieser BMW hier, der sieht auch krank aus. Ja, aber Bro, ich sag dir, ich glaube, der Ferrari ist rekordverdächtig. Ja, meinst du? Okay. Ich weiß nicht, der sieht so super aus, oh. Weißt du? So, weißt du was? Diesmal fang aber ich an. So. Fang an. Okay, wir werden sehen. BMW gegen Ferrari. 3, 2, 1, let's go. Oh nein, der ist nicht schnell. Der ist nicht schnell. Der ist nicht schnell. Wie schnell? 1100 nur. Ja, Bro, war das wird nicht, nicht so krass, Freunde. Komm, ich fahr jetzt auch los. Oh, da war leider nicht so ein heftiges Ding hier. So, wir fliegen, wir fliegen, wir fliegen. Und ja, natürlich. Nein, nein, nein. Nein, never nein. Give up. Oh, da nein, bist nein, 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 er flitzt ja ciao. Voll an mir vorbei. Ciao, Bro. Wo landest du denn? Ja, ich glaube, ganz knapp hinter der Bank. Ja. Nein, oh mein Gott, er fliegt einfach immer noch. Ach, oh, du Heilige. Ja, okay, 8 zu 5, Leute. Ich glaube, langsam wird es hier ein bisschen knapp, das Ganze wieder aufzuholen. Okay, Russik, jetzt als nächstes werden wir 5 Fahrzeuge spawnen und man darf sich davon eins aussuchen. Boah, 1. Leute, jetzt brauchen wir Glück, jetzt brauchen wir wirklich Glück. Oh. Ich nehme den Helikopter. 2, 1, 3, 4. Was ist das für ein Ding, Leute? Okay, 2. Rocket League Auto. Okay, da hat sogar Boost einmal. Das hatte doch auch Russik gerade, dieses Motorrad hier. 4, 5. Oh, na gut, okay. Also Russik, für mich ist das hier eine ganz klare Sache. Ich muss jetzt hier leider einen Punkt machen. Was nimmst du? Ja, die Frage ist, was nimmst du? Ich mach das davon ein bisschen abhängig. Guck mal, ich habe die Toilette, das wäre eigentlich gut für dich, aber hier ist mein Ding. Okay, weißt du was, dann nimm du das. Ich habe überlegt, ob ich Flyglitch mache, aber ich will ja nicht den Unkorrekten machen, du hast auch nicht gemacht. Deswegen nehme ich das unsichtbare Motorrad, was du auch gerade hattest. Damit kann man keinen Flyglitch machen, aber ja, trotzdem ist das Ding schlecht. Du kannst es gerne probieren. Ich sag dir, ich habe es kurz versucht damit, aber es ist unmöglich. Okay. Aber wenn du es schaffst, dann schaffst du es. Leute, wir können ja mal testen, ob ich das schaffe. Guck mal, meine sieht cool aus, so ein Ford. Okay, weißt du was? Ich starte jetzt einfach mal wieder. Wir flitzen los, wir flitzen los, wir flitzen los. 1300. Flyglitch. Bro, Flyglitch geht doch damit, hä? Echt? Alter, ich flieg bis ich flieg auf Mount Chiliad. Was? Da, ich hab's nicht hinbekommen. Da, 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 da. Alter, was? Ja, okay, okay. Ja, okay. Bro, guck mal, wo ich hinfliege. Okay, ich lande ja, da. Ja, okay. Ey, bei mir hat er sich so überdreht, ich konnte gar nichts machen. Also Leute, da, sehr verehrte Damen und Herren, hier unten sehen Sie den Mount Chiliad unter uns. Du landest bei Palito Bay. Ah, wir sind einmal über die ganze Map gesprungen. Also ich glaube, der Punkt... Wie war es bei dir? Wo bist du gelandet? Warte, ich fahre jetzt los. Aber dann fahr mal... Leute, wir sind jetzt russig. So, ja, flitz mal los. Super. Wie schnell wirst du so? Ja, okay, ich spring schon raus, Bro. Ist okay. Ach, Leute, schön. Wir dürfen uns wieder entscheiden, was nehmen wir denn hier? Audi oder Benz? Audi oder Benz? Aber ich sag ist dir ehrlich, ein Taki-Mobil. Es ist halt ein Taki-Auto, Leute. Taki-Autos sind ja auch richtig krass. Aber ich werde trotzdem auf den Audi setzen. Ja, okay. Ich werde auf den Audi setzen. Audi R8 Power. Ich hoffe, das Ding ist gut. Komm, Russik, starte mal mit deinem Taki-Mobil, Leute. Jetzt kommen wir nämlich zu den legendären Taki-Autos. Russik, fetzt hier gerade los, Freunde? 1000 habe ich geschafft. 1000? Ja, der fliegt nicht so gut. Ist nicht so wild. Ich glaube, das können wir mit unserem R8 besser. Und? Ja. Ja, okay, okay, okay. Ja, aber auch nicht krass. Ich war auch nur bei 1000. Oh, jetzt ist die spannend. Landung entscheidend. Sehr, sehr spannendes Battle. Ich bin auf einem Zaun gelandet, Bro. Der hat mich ausgestorben. Spannend. Oh mein Gott, das wird richtig knapp. Ich sehe dich da unten schon. Oh mein Gott. Nein, Bro, er ist... Obwohl, nee, er ist nicht der auf dem Dach da. Oh mein... Nein. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Sag mir jetzt hier nicht. Wo bist du? Du bist hinter dir hier. Ich war hier hinten. Nein. Mal, hier bin ich gelandet. Genau hier, wo ich jetzt stehe. Genau da. Lol, da bist du gelandet? Ja. Ey, Leute, er ist wirklich nur ein kleines Stück weiter als ich. Aber... Der Punkt geht an Russik, es steht 9 zu 6. Leute, können wir das überhaupt noch aufholen? Ich muss 3 Punkte gut machen. Ja, ich kann es noch aufholen. Aber dann muss ich jetzt hier wirklich alles gewinnen. Okay, Russik, komm, dann jetzt 5 Fahrzeuge spawnen und man muss das Größte nehmen. Also von der Höhe her. 1, 2, 3, 1, 4, 2, 3. Oh Gott, okay, das war's. Ach nee. 4 und 5. Ja, das war's doch schon wieder komplett. Digga, warum kommt jetzt dieses Fahrzeug? Warum kriege ich jetzt dieses eklige Fahrzeug, Leute? Wenn ich sage, man muss das Größte nehmen.
Ich sag dir so, vorhin hat dein LKW mich geschlagen, weißt du, ich meine? Ja, wer weiß, wer deswegen weiß. Deswegen niemals zu früh entscheiden. So, was schaffst du? Also, so, ich werde jetzt starten. Du schaffst wahrscheinlich gar nicht drüber, du musst... Alter, nein, starten. Ich muss danach starten. Ah, doch, warte, ja? Ah, das geht durch, das geht durch. Okay, wir können doch okay. Mit Anlauf. 3, 2, 1 und let's go! Sieht aber schnell aus. Ja, ist auch gar nicht mal so lang. Also, ja gut, 1000 km/h nur. Ah, das wird nichts. Und der ist sackschwer, Leute. Das Ding ist richtig schwer. Wir sind jetzt schon im Sinkflug. Wir, Mayday, Mayday, wir sinken. Oh mein Gott, ich lande im Ganggebiet. Ich lande im Gang. Du kannst schon mal losfahren. Leute, wir können ich schon mal nach los. Oben gucken. Er wird über uns drüber fliegen. Nein, Leute. Das ist gar nicht gut. Ich bin so schlecht, Bro. Nein. Was? Was? Ich bin im Zaun hinter dir gelandet. Was? Wie knapp. Ich habe gesehen, wie du gelandet bist. Nein. Oh mein Gott, Leute. Es besteht noch Hoffnung. 9-7. Okay, wichtig. Okay, Leute, wir können doch noch aufholen. Jetzt kommen wir nämlich zu den Paulberger Limo gegen Taki Autos. Und ich sag Bro, dir ehrlich, Bro, für mich gibt's natürlich nur einen Weg. Ich setz natürlich auf Paulberger Limo. So. Bro, es tut mir leid, du wirst aber den Punkt nicht machen, weil ich habe 40 Edition und weil du jetzt Bubblegum hast, wirst du Pech haben. Ja, aber Bro, das ist egal. Hauptsache Paulberger Limo über Takis, ja? Aber komm, Bro, starte aber mal. Das Ding ist, fetch ich habe die 40 Edition, also müsste ich eigentlich 40 fahren. Okay. Oh, meine, Bro, der Taki BW ist gut. 1200. Nein, oh mein Gott, 1200. Freunde, das müssen wir toppen. Oh Gott, Leute. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt noch machen soll. Ich lande beim zweiten Autobahnbrücke. Ich fährt's jetzt los. Komm, McLaren. Paulberger McLaren. Nein, wir waren nur bei 1000. Oh, oh. Habe oh, ich mich oh, etwa falsch entschieden, Leute? Ich habe dir gesagt, Bro, ich hab die Pfirsich-Power. Ja, nein. Oh mein Gott, das war's. Nein, Leute, dieser eklige McLaren. Okay. Ja, schwierig. Gut, Leute. 10-7 für Russik. Schwierig. Wir gehen wieder zurück. Okay, Leute, weil wir jetzt auch leider gar nicht mehr gewinnen können. Russik, du darfst einfach entscheiden. Ist okay. Komm in dem Taki-Mobil. Ja. Du kannst mit deinem Paulberger Limo. Ich mach gar kein Random Vehicle Metal mehr. Hier, Paulberger Limo, 40 Bubblegum Power. Okay, Russik, weißt du was? Du startest mit deinem Takis Lambo. Ja, fetzt den Takis Lambo. 1200. Oh mein Gott, 1200, das ist ja krass. Ja, ist nicht krass, aber ist gut. Ist nicht schlecht. Wir gucken mal, wo du landest. Ich lande, glaube ich, so kurz vor Bank. Boah. Ey, Leute, ich habe mich jetzt mal kurz gemutet. Wir werden jetzt Russik mal noch kurz pranken. Und zwar, ich werde jetzt hier einfach meine Geschwindigkeit richtig hochdrehen. So, das weiß der nicht. Ich mache jetzt hier einfach 200er Beschleunigung. Ich werde jetzt hier richtig übertreiben, weil... Und dann werde ich mir einfach sagen, ich habe das Ding mit Paulberger Limo getankt. Okay, Russik, ich komme jetzt. Oh mein Gott. Ja. Also, Russik, du hast dich leider falsch entschieden. 1700 km/h. Oh Bro, mein aber Gott. Warte mal. Hä? Das wird knapp. Hä? Du musst... Ey, das wird ja eine ganz knappe Sache. Das wird viel zu knapp. Hey, Leute, ich hab doch extra so eine Beschleunigung hochgeschraubt. Ich bin da oben am Dach. Nein! Oh mein Gott! Okay, Leute, das werden wir niemals Russik verraten. Verratet ihm nicht, was ich da gemacht habe. Na gut, Russik, ja. Du bist unter mir gelandet. Dann hast du fair gewonnen. Ja, na gut. Ich komme, Bro. Oh mein Gott. Leute, aber ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Lasst natürlich immer gerne ein Like und ein Abo da. Checkt gerne Russik aus. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymax. Tschüss.